Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal hier, haben uns die ID-Karte gefälscht. Genau, und wir haben Gail gesehen, wie er in den Laborbereich geht. Wir sollen auch in den Laborbereich, müssten jetzt hier mit diesem Aufzug fahren. Und da würde ich mal sagen, machen wir das mal. So, ich bin direkt nach der Kumane Coca Station hier. Und wir haben die Karte benutzt. Alles klar. Halle B1. Das heißt, wir kommen in den Keller. So, Leute. Alles klar, wir fahren runter. Was zur... Oh! Ach du Scheiße! Oh, Mann! Kommt da so ein Drecksvieh! Ach, oh, Mann! Boah, und dann ist die Mucke auch noch so laut. Dann ist die Mucke auch noch so laut. Oh. Oh. Das geht doch schon wieder direkt gut los, ey. Mann, Mann, Mann. So, Leute. Puh, ey. Ich komme aus einer anstrengenden C&C-Session und da kommt ihr direkt so eine Szene. Ja. Gut. Keine Muni. Oh, ich werd nicht mehr. Keine Muni. Oh Gott. Okay. Lass aber trotzdem bitte die Schrotflinte ausgerüstet, Regina. Rüste den Giftpfeil aus. Okay, Leute. Das war wieder ein sehr explosiver Anfang. Gut. Wir sind in dem Bereich, den wir in der letzten Folge... Oder in der vorletzten, weiß ich gar nicht mehr. Der ist kaputt. Sieht nicht aus, als könnte er repariert werden. Da waren wir nämlich hier auf dieser anderen Seite. Ganz genau. Und haben Gail hier gesehen. Und wir können es nicht aufmachen. Da passiert nichts. Und wir können jetzt in den Laborbereich. Gut. Hier ist auch keine Kiste oder so. Aber eine Karte. In dem Feld wird eine Karte von Ebene B1 gezeigt. Willst du die Karten dann speichern? Yep. Oh, wunderbar, Leute. Ha, schaut mal da. Da geht's nämlich nur noch da rein. Und, ja, Laborbereich, Leute. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Da liegt ein Buch. Eine Akte mit dem Titel... Sicherheitshandbuch Teil 1. Willst du die Akte lesen? Ja, sehr gerne. DDK, das elektronische Schlosssystem der Einrichtung, ist überholt worden. Ein neues Codesystem, das mehr Sicherheit gewährleistet, wurde eingeführt. Bei der Passworteingabe müssen Sie Folgendes beachten. Zahlenbasiertes Schlüsseldekodieren. Oha. BA, Teil 1. Okay. Wenn sich im Schlüsselfeld, also im Key, Zahlen statt Buchstaben befinden, können die Zahlen Codes für die Buchstaben darstellen. Hier eine Korrespondenzliste von Zahlen und Buchstaben zum Dekodieren. A gleich 1, B gleich 2, C gleich 3, etc. Ah. Okay, das heißt, in dieser DDK-Schloss hier vorne, kommen jetzt gleich Zahlen statt Buchstaben vor. Okay. Ich glaube, mehr können wir hier auch nicht machen. So. Ein DDK-Gerät. Auf ihm ist ein L zu lesen. Ja, das haben wir letztes Mal gekriegt, ne? Der DDK mit der... Ja, komm. Wir haben das L. So, liebe Leute. Genau. Da ist jetzt nämlich das, was wir gerade eben gelesen haben. Also im Key steht 345 678. Und die Ziffern im Alphabet. C, D, E, F, G, H. Ne? Weil die dritte und die vierte, fünfte und so weiter Buchstabe. Gut. Da haben wir auf jeden Fall schon mal das L. Das A. Das C ist raus. B. Das Dora ist auch raus. O. Ah, ich weiß es schon. Labor, E, G, H. E, F, G, H, ja. Laboratori. Ja, ich hab's schon, Leute. Also wir müssen einfach das gleiche anwenden wie oben auch, nur dass jetzt halt das durch Ziffern dekodiert ist. T ist drin, D ist die 4, O, E ist die 5, R,
Und das Y. Laboratorium. Wow, siehe da, das Schloss ist offen. Oh, und wir können in den Laborbereich. Oh, und die Musik geht schon aus. Oh Mann. Ah. Ah. Natürlich rennen hier Viecher rum, ne? Oh. Oh, Gott sei Dank. Boah, geile Mucke hier. Geile Mucke, Leute. Schön Wissenschaftsmucke. So. Steh auf. Gut. Dann rennt aber noch einer rum. Fuck. Okay. Pfeile S. Mehr habe ich jetzt nicht mehr, Leute. Oh Gott. Was? Der ist tot. Ah! Ach du. Ah, geh schlafen, du. Blödes Drecksding. Habe ich keinen Stecker? Ich habe 4 Stecker. Mein Gott. Da ist eine Tür, aber ich gehe erstmal hier. Ich meine nämlich, dass hier eine Laserschranke ist, genau. Ah, mach das auf. Mach sie direkt wieder zu. Und ich meine nämlich, dass hier vorne... Ah, genau. Munition. 2 Stecker. Wir haben 2 Stecker. Boah. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Leute. Diese Kiste kommt mir jetzt gerade wie gerufen. So. Dann mach mal bitte Sort, Regina. Und jetzt hier seht ihr, Zugang. Könnten wir die Kiste in der Fahrstuhlhalle. Ja, können wir die aufrufen, aber wir haben da ja nichts drin, ne? Nur den Verstärker. Gut, Leute, ich gehe hier jetzt erstmal nicht rein. Ich werde mich erstmal umrüsten. Nimm die 0-0. Das sind ja die Stärkeren. Und mach das Vieh da vorne im Arsch, Regina, komm. Mach das Ding im Arsch. So. Bam. Aber viel weniger braucht der auch nicht. Klatsch schneller nach. Viel weniger braucht er aber auch nicht. Der braucht trotzdem 6 Schuss. Oh Mann. Gut, Leute. Wir haben uns Munition geholt. Wir sind in einem Laborbereich. Das Labor hat nur 4 Räume. Lasst uns hier reingehen. So, was haben wir hier? Bibliothek. Eine Bücherei. Und hier tippelt auch so ein Vieh rum. Was haben wir da? Da ist eine Kiste. Ah! Blutstiller. Ja, hätte ich jetzt nicht ge... Da! Okay. Mach den im Arsch. Ah. Der braucht so viel Schuss, Mann. Oh, Regina, komm. Ah. Okay. Die Musik geht ab. Ich glaube, das ist ein Indikator drauf. Ah, Leute. Ich habe gerade tatsächlich was Neues über Dino Crisis rausgefunden. Was mir bis vorher nicht klar war. Wenn die Musik abgeht und schneller im Hintergrund ist, ist Regina verletzt. Das wusste ich vorher gar nicht. Jetzt mach den, mach das Vieh weg, ey. Ah. Ah, ihr seht, neue Muni, Leute. S&W-Patronen. Und die ziehen schon ordentlich rein. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier eine Bibliothek, Leute. Die wird später sehr wichtig. Alle Datenspeicher sind elektronisch verschlossen. Der Schlüsselchip mit den richtigen Daten muss zum Öffnen benutzt werden. Das heißt, Schlüsselchips brauchen wir, Leute. Hm. Okay, was haben wir da? Hier wird die Kategorie der gespeicherten Daten gezeigt. Das Waffenentwicklungsprojekt dieser Einrichtung. Ach du Scheiße. War das das Grüne? Chemische Reaktionsdaten des Experiments für den Stabilisator. Aha. Hier war irgendwo... Wartet mal, Leute. Ich kann mich an diese Bücherei erinnern. Ja, Bibliothek. Das ist eine geile Bibliothek, ne? Einfach so elektronische Schlösser. Schon stylisch, muss ich sagen. Und hier, schaut mal. Pistolenvisier.
Ein kritischer Treffer richtet großen Schaden an. Das ist noch ein Bauteil für die Pistole. Jetzt haben wir hier bei der Pistole ein Visier oben drauf. Ich hoffe, dass es was bringt, Leute. So, dann hier, das ist das Rote. Dritte Energie, fundamentale Theorie. Okay, was haben wir hier? Medizin M. Können wir vielleicht mixen. Mit einer Betäubung. Dann wird es eine M+, ne? Ah. Wie so mit Blutstiller? Auch eine M+. Nein, okay, dann brauchen wir nicht. Okay, was haben wir hier? Wie gesagt, diese Bibliothek wird später sehr wichtig, weil, schaut mal hier, ein Terminal für das Management der Schlüsselchips, die benutzt werden, um den Datenspeicher zu öffnen. Die Schlüsselchip-Daten können hier eingegeben und der Datenspeicher von hier durchsucht werden. Wir brauchen also irgendwelche Informationen hier raus. Aus einem von diesen Schlössern. Okay, aber sonst ist hier erstmal nichts, liebe Leute. Sonst ist hier erstmal nichts. Okay. Gut, dann würde ich sagen, nächste Tür. Forschungsbereich. Aha, Leute. Ach du Scheiße, zwei! Zwei! Ich glaube, ich kann zwei treffen. Nein, nein! Oh Gottes Willen, Leute! Oh, zwei. Wartet mal. Ah, ich kann zwei treffen. Seht ihr das? Mit der Schrott kann ich zwei treffen. Ach du Scheiße. Oh Mann, Leute. Ihr blöden Drecksdinger. Okay, heil dich, heil dich. Oh. Halt und schieß. Schieß doch. Eieiei, schon wieder. Eieiei, Leute, ihr seid doch bescheuert. Zwei Dinos hier. Boah, Leute, und ich blute. Ja, zum Glück habe ich einen Blutstiller. Nimm den. Leute. Ich komme hier rein, stehen auf einmal zwei Dinos vor meiner Fresse. Boah. Mein Gott. Aber wir leben noch. Wir haben noch zwei Schrotpatronen. Wir haben noch Munition. Alles gut. So, was ist das hier? Das ist gar nichts. Okay. Oh, Mann, ey. Das Spiel, ey. Er macht das auch. Da ist eine Medizinkiste. Brauche ich nicht. Ich habe genug Medizin. Ich spare mir die, die lieber auf. So, was haben wir hier? Hier ist eine Tür. Gut, Leute. Forschungskonferenzraum. Was ist hier jetzt? Nix. Okay. Konferenz also. Oh, was? Eine Leinwand? Ach, Regina. Auf der Bilder mit einem Projektor gezeigt werden können. Ja, okay. Finde ich interessant, dass es in den 90ern schon Projektoren gab und wir die immer noch benutzen, heutzutage. Na gut. Eingabe des E. Haben wir jetzt beide? Ah, wir haben beide Eingabe des für eine E-Tür. Ich verstehe schon, Leute, ja. So, was haben wir hier? Dieses Computerterminal steuert den Experimentierraum von hier aus. Auf der Anzeige steht etwas. Schlosscode 7248. Merken, Leute, merken. 7248. So, was haben wir hier? Sieht wie das Tagebuch eines Forschers aus. Ja, lesen wir mal. März. Dritte Energie. Ein System, das scheinbar aus dem Nichts unendlich viel Energie erzeugen kann. Wenn dieses System problemlos läuft, ist eines der größten Probleme unserer Zeit gelöst. Ja, kostenloser Strom ist immer gut.
Es ist richtig, dass das System ursprünglich für das Militär entwickelt wurde. Aha. Wir waren also bereit mitzuarbeiten, weil es auf eine bessere Zukunft hoffen lässt. Doch irgendetwas stimmt nicht. Das Militär behandelt uns übertrieben freundlich für die einfache Entwicklung eines grundlegenden Energiesystems. Ja, es soll schon zu denken geben, ne? Ich muss den wahren Nutzen dieses Projekts herausfinden, bevor irreparabler Schaden angerichtet wird. Was plant dieser Mensch nur? Dr. Kirk, ne? April. Ich konnte im letzten Monat keine Hinweise finden. Er ist ein echtes Genie. Er scheint unsere geheime Nachforschung bemerkt zu haben. Ich hörte, er habe irgendwo auf dieser Etage ein Geheimlabor eingerichtet. Aha, Geheimlabor. Um herauszufinden, was er vorhat, muss ich in dieses Labor finden. Geheimlabor von Dr. Kirk. Okay. Juli. Endlich hat Mike etwas gefunden, das auf den Ort des Geheimlabors hinweist. Er sagte, er habe den Hinweis an unserer geheimen Stelle in der Bibliothek versteckt. Aha, also ein Schloss anscheinend von einem der vielen, ne? Wo wir was gerade eben gesehen haben. Kirk hat sich regelmäßig mit Oberst Clay, dem Leiter des Projekts, im Computerraum getroffen. Was haben die nur vor? Oh je, Kirky. Was hast du nur vor, du Verrückter, ey? Dort stehen Pläne für Experimente. Ja, die experimentieren hier mit irgendwas rum. Okay, was haben wir hier? Die Hinzugabe eines Gases mit einer Giftigkeit von unter 30% kann das Gas komplett neutralisieren. Aha. Rotes Gas? Was? Rotes Gas neutralisiert das Gift im grünen Gas. Blaues Gas neutralisiert das Gift im orangenen Gas. Grünes Gas neutralisiert das Gift im violetten Gas. Denken Sie beim Mischen von Gasen an diese Regeln. Ja, Leute, in naher Zukunft ein nächstes Rätsel. Wir müssen nämlich Gase mischen gleich. Das wird höchst interessant. Aber gut, Leute. Hier haben wir noch einen Stecker. Sehr schön. Nichts Nützliches sonst. Genau. Was war der Code? 7248, ne? Ja. Die Tür neben dem Computer muss während der Experimente unbedingt verschlossen sein. Also die hier. Experimente. Ach du Scheiße. Oh je, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl hier im Moment, ey. Na gut. Ja, die Tür ist verschlossen und es ist nirgends ein Schloss oder etwas Vergleichbares zu finden. Aber wir haben hier diesen Schlosscode. 7248. Müssen wir uns mal merken. Und sonst gibt's hier eigentlich nichts, ne? Aktenschränke. Hier können Notizen und Akten gelagert werden, ja. Wir müssen also da hinten rein, in den Experimentierraum. Ach du Kacke. Ich habe irgendwie so Parasite Eve im Kopf. Oh. Bitte nicht, Leute. Forschungsbereich. Gut, da ist noch ein Raum. Hier unten. Ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt und euch das so rege anschaut, das Projekt. Ist ja wirklich unfassbar. Und ja, hoffe ich, dass es euch nach wie vor hier gefällt. Ein langer Gang. Oh, eine Kiste. Ein Heilmittel. Darauf habe ich gewartet, weil Heilmittel, Medizin M, zwei Medizin S++. Dankeschön. Da brauche ich auch definitiv diese Heilkiste nicht. Oh Gott. Hier ist ein Soundbug drinne. Ach, hier ist ein Sound... Hier ist ein Soundbug drinne. Ach, Mist, ey. Leute, wartet mal gerade. Ich muss mal gerade den Weg zurücklaufen. Es tut mir leid. Ach.
Abspeichern, nein, das ist nämlich ein Safe-Raum. Ich muss unbedingt diesen Soundbug wegkriegen. Jetzt sind wir nämlich wieder hier, wie ihr seht. Ich habe jetzt ein bisschen der Abkürzung genommen, weil ich kenne den Bereich schon so ein bisschen. Aber ich muss dringend hier raus. Ich muss unbedingt diesen Soundbug wegkriegen. Das Problem ist halt, wenn ich Pause drücke, dann ist die Musik nicht weg. So, wir müssen noch einmal wieder mit dem Aufzug hochfahren. Wegen diesem blöden Soundbug. Mann, Karte benutzen, los. Wir müssen noch einmal hochfahren, das ist total bescheuert, ich weiß. Aber es muss sein. Ich hoffe bitte, dass die Musik weggeht. Nein, die Musik bleibt. Aber im Haupteingang doch, oder? Ach Leute, ihr seid doch... Tut mir das nicht an, ich möchte diesen Sound aus dem Hinter... Kann dieser Sound mal bitte weggehen? Das nervt langsam wirklich. So, ich glaube, wenn wir nach draußen gehen... Wartet mal, Leute. Oh, das nervt. Och, das nervt. Um Himmels Willen. Können wir jetzt mal bitte... Danke. Danke. Das ist doch nicht mehr der echte Spiel-Sound gewesen, ey. Mann, 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 Mann. Okay, Leute. Wir gehen wieder rein. Danke. Kann ich endlich mal wieder ein bisschen entspannen hier. Ich wusste doch, dass da irgendein Sound länger war, ey. Mann, Mann, Mann. Jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurückrennen. Wie ihr gerade gesehen habt, Leute, ich kannte diesen Raum. Der war mir noch bekannt. Oh, ist doch viel angenehmer, ey. Viel angenehmer. So. Regina, jetzt fahr bitte schneller runter. Ja, geh runter. Ich muss die Zeit mal ein bisschen aufholen, die ich jetzt gerade hier verballert habe, ey. So, seht ihr das? Die Musik, die ist nämlich viel angenehmer, so. Statt diese ganze... Statt die ganze Zeit diese Tröte im Ohr zu haben, ey. Wir sind ja nicht beim Karneval, ey, mit den Tröten. Naja, gut, Leute. Wir gehen wieder in den Laborbereich. Und wieder in diesen Computerraum. In dem Computerraum ist nämlich was Interessantes. Genau, wir müssen ja hier lang und wir waren ja hier drinnen. So. Sehr schön, weil ihr seht, die Sounds sind auch weg. Komplett hier. So, Leute, wir haben einen Computerraum. Ist das angenehm. Ein Terminal zur Bedienung des Supercomputers. Es ist nicht angeschaltet. Computerraum also. Okay. Okay. Warte, was haben wir hier? Dort befindet sich ein Supercomputer. Der Computer wird genutzt, um die Energieeffizienz der dritten Energie zu berechnen. Rechner also. Eine Akte mit dem Titel Sicherheitshandbuch Teil 2. Willst du sie lesen? Ja. DDK, das Das elektronische Schlosssystem der Einrichtung ist überholt worden. Ein neues Codesystem, das mehr Sicherheit gewährleistet. Leerleistet wurde eingeführt. Bei der Passworteingabe... Ja, das kennen wir doch alles. Zahlenkodiertes... Ah, nein, 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 stopp. Schlüssel dekodieren Teil 2. Wenn sich im Schlüsselfeld Zahlen befinden, können die Zahlen angeben, welche Reihen weggelassen werden müssen. Ah, welche Reihen? Interessant. Ein Beispiel. Wenn der Schlüssel 2 ist, sollten alle Zeichen des Codes ab der zweiten Reihe wegfallen. Zweiten Reihe fallen. Ah, okay. Ich verstehe schon, Leute. Mhm. Merken wir uns mal. Hier ist aber einer an. Experimentalbereich. Steuerprogramm läuft. Schlosszustand an. Wollen Sie das Schloss öffnen? Ja, klar. Geben Sie die Bereichsnummer zum Öffnen ein. Ha, Leute. Ach, Quatsch. Wollte ich doch gar nicht. Ja, 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 ja. Hier...
hatten wir eben diesen Code da gesehen, an diesem Rechner da vorne, in diesem Konferenzraum. 7, 2, 4, 8. Zack. Bereichsnummer bestätigt. Das Schloss der Gasraumtür ist nun offen. Gasraum. Ach du Scheiße. Ja, ja, Leute. Ein Terminal, ja, ja, es ist an. Gasraum, also, oh mein Gott. Okay, was haben wir hier? Ein Schlitz für einen Kartenschlüssel. Ein weiterer befindet sich auf der anderen Seite des Monitors. Eine Simulation läuft auf einem Supercomputer. Die Ergebnisse der Berechnungen werden auf dem Monitor angezeigt. Wissenschaftskram, ne? Okay, ein Schlitz, ja, okay. Das, hier müssen also zwei Kartenschlüssel rein. Aber hier ein Stecker. Ach, geil. So, was ist hier? Haben wir hier irgendwas? Ein Schraubenzieher. Was? Ein besonders geformter Schraubenzieher für die Wartung von Computern. Aha. Es ist ein Hinweis zum Steuerfeld neben ihm. Achtung, rühren Sie die Steuerung nicht an, es sei denn, das Schlosssystem versagt. Diese Schaltung liefert den zur Öffnung des Schlosses nötigen Strom. Das Feld lässt sich nicht einfach öffnen, es ist festgeschraubt. Festgeschraubt. Regina? Probier mal was aus. Tatsächlich, das funktioniert sogar. Möchtest du die Schraube lösen? Ja, mach mal, Regina. Das ging aber schnell. Das muss ich jetzt nicht bedienen. Ja, wie jetzt? Du hast es aufgemacht, aber... Oh, schaut mal, das sieht nach einem Rätsel aus, ne? Du hast aufgemacht, aber das musst du jetzt nicht bedienen. Ja, super. Okay, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, bleibt uns jetzt nichts anderes mehr außer dieser Gasraum. Ach du Scheiße, ey. Ich freue mich. Was zur... Warum ist hier noch ein Vieh? Warum ist hier noch ein Vieh? Ich sehe nichts. Da. Warum ist hier noch ein Dino, hä? Okay, ah! Ah! Oh Gott. Ich muss Regina wieder heilen. So, ach Leute, ihr seid doch... Habt ihr sie nicht mehr alle, ey? Da ist doch einer! Lauf! Lauf, Devil! Okay, oh. Dann schieß ihn kaputt, los! Ach, Leute! Wie viele Dinger hier wollen hier noch rumrennen? Ja, schieß doch nicht drauf, ey! Baller drauf! Boah, die fressen eine ganze Munition weg! Mann! Oh Mann! Und ich blute? Toll! Nö, ne, Medizin S++. Alter Schwede. Da stehen die einfach wieder auf, wenn man die geplättet hat, ne? Und ihr seht da, tada, die Tür ist offen. Aber was dahinter ist, liebe Leute, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich muss mich jetzt erstmal auch von dem ganzen Dino-Kram hier erholen. Das waren ja echt viele, die wir hier erledigt haben. Wie viel Muni habe ich jetzt noch? 16. Das reicht noch für zwei Stück, wenn es gut läuft. Da habe ich noch einen Giftpfeil, drei Stück. Na gut. Okay, Leute. Was sich hierhinter verbirgt, sehen wir in der nächsten Folge. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen und erzähle es gerne weiter. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.